Sie bitten, dass die Bürgermeisterin vielleicht ein kurzes Grußwort spricht. Sie hat gesagt, sie ist nicht vernünftig gefüttert worden vom OB-Amt. Aber ich habe gesagt, Erika, das brauchst du nicht, weil du bist ja unsere Hausbürgermeisterin. Ich kenne mich Haus- und Bürgermeisterin. Und auch die Kulturausschussvorsitzende. Genau. Ne, also bestens gesonnen. Und wir sind wirklich sehr dankbar der Politik und der Verwaltung, wie ihr mit uns umgeht. Also weiter so, das macht sie sehr gut. Ne? Und gesund bleiben mit Kunst. Ja, lieber Hubert Huber, liebe Eva Lechner, liebe Patricia Vasquez, liebe Künstlerinnen und Künstler, ja, ein herzliches Grüß Gott von Seiten der Stadt Passau jetzt ganz offiziell. Es ist schön, dass die Produzentengalerie gibt, aber ich glaube, das habe ich auch schon ein paar Mal gesagt, aber das kann man auch nicht oft genug sagen, weil das ist wirklich, also da, die lebt. Das ist einfach, das muss man sagen, das ist eine Galerie, die die Leben in sich hat und das auch ausstrahlt. Das sieht man auch wieder jetzt, wenn man in die Runde schaut, wie viel Künstler, Künstlerinnen da sind. Es ist auch schön, dass es Gemeinschaftsausstellungen sind. Das gefällt mir immer persönlich, weil es stärkt auch den Zusammenhalt. Und darum ist es einfach eine, ja, ich möchte jetzt nicht sagen Lieblingsgalerie, das darf ich jetzt natürlich nicht sagen. Nein, das sage ich auch nicht. Aber es ist wirklich schön, dass es die Produzentengalerie bei uns in Passau gibt. Schön ist ja, dass man uns wieder, ja, dass man sie zumindest wieder treffen kann. Ich war ja erst vor ein paar Tagen jetzt da zur Finissage von Otto Müller. Richtig. Und dass man einfach wieder Kunstwerke anschauen kann, dass man doch miteinander reden kann, wenn auch mit Maske, immer nur ein bisschen eingeschränkt. Aber es geht wieder und ich bin frohen Mutes, dass in ein paar Wochen, Monaten vielleicht auch wieder ein Glas grüner Berliner dann dort steht und dann wird es wieder ganz gemütlich wie in alten Zeiten. Ja, eine schöne Ausstellung, viele Besucher und Besucherinnen und auch sicher das eine oder andere Stück, dass es verkauft wird. Ja, gut, danke. Ich darf auch die Patricia begrüßen von der Deutsch-Spanischen Gesellschaft, die heuer auch wieder was vorhat. Und da haben wir ja auch das Problem, wir haben eine Ausstellung aus Malaga und Passau hier, können wir es aber nicht ausstellen. Wir haben uns jetzt geeinigt mit dem Kulturamt zusammen, dass wir die Ausstellung dann nächstes Jahr machen. Da, wo wieder Spanier vielleicht hier sind, wenn es klappt. Ne? Also ich gehe schwer davon aus, dass das auch so sein wird. Und dann präsentieren wir die Ausstellung und am Schluss können die Künstler, die da sind, wieder eine Ausstellung machen. So haben wir uns jetzt, weil es einfach zu schade ist, wenn man so eine tolle Künstlerfreundschaft mit Malaga hat und viele der Produzenten waren ja auch schon drüben, dass man dann das so inkognito macht. Also wir wollen die Patricia singen hören und ein wenig einen spanischen Flair wollen wir natürlich haben. Aber ich darf auch ganz herzlich die Elke Roth begrüßen. Das akademische Viertel haben wir ja leicht zugestanden, sie ist ja schließlich mit Hund da. Nee, Elke schreibt wunderbare Artikel. Also das Bild war sehr schön, toll. Hat uns richtig Spaß gemacht. Dankeschön. Wir freuen uns auch auf den Artikel hier. Elke. Ich sage es so, es gibt ja auch Input. Ich kann die Hände schon nicht mehr halten. Ich wollte gerade sagen, dann fallen die Hände ab. So, und jetzt noch ein paar Handchen ins Gewicht.